Dein Kleid in deinem letzten YouTube-Video ist auch wunderschön. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Kurz zu meinem letzten YouTube-Video. Hatte ich mit der Kommentar-Section gerechnet? Nein. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mich auf YouTube in meinem letzten Video geoutet als Person, die nicht nur auf Männer steht, sondern auch auf Frauen und alles andere. Und ich dachte, die Kommentare werden überflutet sein mit Leuten, die das scheiße oder wack finden oder whatever. Und ich habe keinen einzigen Kommentar gelesen, der asozial war. Ich habe nur nette Kommentare dazu gelesen. Das waren nur 20% der Kommentare. Alle anderen Kommentare waren so, bitte mach ein Schlafzimmer-Umgestaltung. Und ich war so, nice. Ich fand's so schön. Ich hab mich so gefreut. Danke, dass ihr einfach nice seid. Richtig wholesome. Voll. Viele meinten wegen pansexuell. Ich weiß. Passt auf, ich bin einfach gar kein Freund von Labels. Ich finde, das Wort bisexuell klingt kacke. Ich assoziiere mit dem Wort bisexuell persönlich einfach nur Leute, die über diesen Begriff herziehen. Deswegen hasse ich den Begriff. Und das Wort pansexuell mag ich auch nicht, weil ich finde, das klingt halt, als ob man auf Pfannen steht, weil Pan auf Englisch halt Pfanne heißt. Und ich finde, das klingt halt, als ob man auf Pfannen steht. Und deswegen mag ich diese Wörter nicht. Ich weiß, dass ich prinzipiell pansexuell bin, aber ich hasse das Wort, weil es so scheiße klingt. Peter Pan kommt mir in den Sinn. Ja, das auch. Und das ist halt kacke. Und ich wollte halt nicht ins Video gehen und sagen, ja, und das ist es übrigens. Und alle sind so, hä? Pfannen? Hä? Peter Pan? Lololol. Kein Fan von diesen Wörtern. Was meint pansexuell? Boah, ist schwierig zu beschreiben. Also im Prinzip ist es einfach, du liebst Menschen, egal was für ein Geschlecht die haben. Es hat viele Gemeinsamkeiten mit bisexuell, nur sagt bisexuell quasi, dass es zwei Geschlechter gibt und pansexuell sagt alle Menschen, würde ich mal behaupten. So habe ich es zumindest verstanden. Also es geht einfach noch ein Stück weiter. Deswegen finde ich den Begriff pansexuell ein bisschen angenehmer, aber ich hasse es halt, dass es pansexuell ist, weil man kommt, dann kriegt man Panflöte, ja, Panflöte, Peter Pan, Pan, weil es halt wie quasi Pan im Englischen ist für Pfanne. Kein Big Fan davon. Man verliebt sich in den Menschen und nicht in das Geschlecht. Ja, genau, so in etwa, so in etwa. Und noch eine Sache habe ich über mich persönlich herausgefunden. Ich habe halt im letzten Stream erzählt, dass ich es halt gar nicht nachvollziehen kann, wie man Leute attraktiv finden kann, wenn man sie nicht kennt. Weil ich persönlich Leute erst attraktiv finden kann, wenn ich jemanden kenne. Ich könnte niemals mit irgendwem ins Bett steigen, wenn ich nur seinen oder ihren Namen kenne. Könnte ich nicht. Und für mich persönlich fängt es erst an, dass jemand attraktiv auf mich wirkt. Ich rede nicht von hübsch. Für mich ist hübsch ungleich attraktiv. Anscheinend ist das nicht normal. Denn anscheinend nennt es sich demisexuell. Wenn man Leute erst attraktiv findet, wenn man quasi kennengelernt hat. Also ich kann sagen, ich finde eine Person hübsch. Das heißt aber nicht, dass ich mit der Person sexuell interagieren möchte. Das heißt einfach nur, dass ich die Person hübsch, schön zum Angucken finde. Erst wenn ich jemanden kennengelernt habe und mir der Charakter zustimmt, erst dann wird jemand für mich körperlich auch attraktiv. Und dann kann ich auch als jemand attraktiv finden. Aber optisch kann doch auch jemand attraktiv sein. Bestimmt für dich, für mich nicht. Also ich dachte, das wäre normal, so zu denken, aber anscheinend nicht. Anscheinend gibt es dafür einen Begriff, nämlich demisexuell, liebe Freunde. Habe ich auch letztens im Stream gelernt.